Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 23. August. Ja, heute haben wir eine kurze Show. So viel ist nicht passiert. Wir haben dabei Tidal, Spotify, Android und Google Fotos. Beginnen tun wir mit Tidal. Der Musikstreaming-Dienst, der hat jetzt ein neues Update bekommen und hat eine Funktion, die es ermöglicht, Alben, Songs, Künstler-Playlisten als Foto in Instagram und Facebook Stories reinzuteilen. Das geht zum Beispiel bei Spotify auch schon länger und Tidal hat jetzt nachgezogen. Ob man das unbedingt braucht, steht auch wieder mal auf einem anderen Blatt. Ja, und wenn wir schon dabei sind, Spotify, da gibt es auch was Neues. Bei Spotify hat man ab sofort die Möglichkeit, 3 Monate den Dienst zu testen und nicht wie bislang nur 1 Monat. Also zu testen bedeutet, Spotify Premium ohne Kosten zu benutzen. Und das kann jeder machen, der noch kein Kunde von Spotify ist oder war, beziehungsweise noch nicht Spotify Premium benutzt hat, sondern nur das werbefinanzierte Spotify. Dafür dann einfach auf Spotify.com Premium gehen und dann habt ihr 3 Monate für lau. Nächstes Thema, Android. Die haben ein neues Logo bekommen. Ja, das Logo ist jetzt in Schwarz und der Roboter ist nur noch der Kopf der Androide. Zusätzlich haben sie bekannt gegeben, dass ab jetzt auch die witzigen Namen, die nach irgendwelchen Leckereien benannt wurden, auch Vergangenheit sind. Die Dinger werden jetzt einfach durchnummeriert. Also Android Q ist jetzt einfach Android 10 und fertig aus. Nächstes Thema, Google. Google steht kurz davor, Google Fotos mit der Gesichtsgruppierungsfunktion in Europa zu launchen. Diese Gesichtsgruppierungsfunktion, schwieriger Begriff, die gibt's schon in einigen Ländern seit 2015. Und was macht die? Die scannt einfach jedes Bild auf Google Fotos nach Gesichtern und fasst diese dann halt in Alben zusammen. Die Daten bleiben auf dem jeweiligen Gerät, sind also nicht teilbar. Also auf dem Gerät, also die bleiben bei euch in eurem Konto. Ja, die Funktion wird bestimmt einigen nicht gefallen, weil Google ja wieder Daten aufnimmt, egal ob sie bei einem bleiben oder nicht. Warten wir mal ab, ob wir die dann auch in Deutschland kriegen oder nicht und was die Leute dazu sagen. Und das war's auch schon für heute. Hab ja gesagt, kurze Folge, so viel ist nicht passiert. Also, dann habt einen schönen Freitag, habt ein großartiges Wochenende und ab Montag ist der Martin wieder für euch hier im Geek Talk Daily. Bis dann, bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.